Moin. So. Wir haben Tianga heute Morgen verlassen. Und sind jetzt nach Coromandel gefahren. Die Strecke dauert nur circa eine Stunde. Und hier in Coromandel gibt es den also so einen Railtrack, den man lang gehen kann. Und da sind wir jetzt entsprechend aber mal mit gefahren. Das ist ja diese Bimmelbahn, eine ganz kleine. Wurde hier vom Privat gebaut. Die kann man hier entsprechend halt, kann man sich ein Ticket für kaufen und dann kann man damit fahren. Dann fährt man hier die Schienen, den Berg hoch. Jetzt sind wir hier gerade quasi beim Lookout, Eiffel Tower. Und genau, genießt gerade so ein bisschen den Ausblick. Wir hatten ja auch heute Morgen noch einen kleinen Unfall. Das Vordach vom Camper war noch draußen, während wir dann halt schon gestartet sind. Und mir irgendwie, das ordentlich zu checken, zu prüfen, dass das drin ist. Und dann haben wir ein Haus gerammt. Oh, jetzt müssen wir zurück. Und dabei ist das ganze Vordach jetzt halt abgerissen und in dem Vordach ist ein kleines Loch drin. Allerdings haben wir zum Glück, sag ich mal, bei unseren Camper eine Schadensregulierung mit drin und ohne Nebenkosten. Wie gesagt, dazu sonst einfach später nochmal mehr. Jetzt wurde hier gerade geklingelt, das heißt, es geht jetzt wieder runter, wir müssen alle zurück. Mal gucken, dass ich die anderen finde, die sind vielleicht über mir oder woanders. Und dann fahren wir erstmal wieder runter und erzählen dann später von unserem Campingplatz nochmal mehr. Bis denn! Moin! So, wir sind ja gestern in Coromandel angekommen und hatten ja in weiser Voraussicht aufgrund des Wetterberichtes gestern schon unsere Zugfahrt mit dem Zug, den es hier in der Nähe gibt, diesen selbst eigenständigen Zug. Genau, und wie ihr seht, es ist nass. Es regnet hier heute tatsächlich dann mal auch, wie die Wettervorhersage es prophezeit hat. Wir hatten ja erst überlegt, ob wir jetzt noch einen Spaziergang in die Stadt machen, aber dann fing das jetzt an, doch mehr zu werden. Daher haben wir uns jetzt hier in so einem TV-Lounge-Room eingefunden. Da kann der Große ein bisschen besser spielen. Die Lütte schläft gerade.
Und wir warten einfach ab, das soll zum Mittag, Nachmittag hin nochmal irgendwie besser werden. Und vielleicht haben wir dann nochmal eine Chance rauszukommen, ein bisschen zu bewegen und was anderes zu machen. Und für jetzt ist es dann halt erstmal genug, dass wir halt hier spielen und uns aufhalten. Ja, ich komme jetzt mit. Genau, also ich komme jetzt mit. Und genau, wir warten mal ab, bis der Regen einfach besser wird, also aufhört. Liebe Grüße an euch und wir melden uns später nochmal. Ich muss los. Moin, da melden wir uns wieder. Genau, gestern war ja das Wetter nicht ganz so gut. Wir konnten ja zum Glück da beim Campingplatz in einem der Wohnzimmer die Zeit ein bisschen vertreiben. Da war genug Platz zum Spielen und Toben für die Kinder. Und genau, der Regen hat zum Glück nicht ganz so lange angehalten. Und dann haben wir unsere Sachen gepackt und sind dann ein bisschen hier durch die Innenstadt gegangen. Viel ist ja hier eigentlich nicht. Also es ist eher ein kleines und man sieht vielleicht im Hintergrund eher ein bisschen altmodisches Städtchen. Waren dann nochmal in dem Café, wo wir auch beim Anreisetag waren, beim Umu-Café und genau, haben uns dann nochmal einen Kaffee gegönnt und der Große konnte ein Eis essen. Und genau, hatten dann erst überlegt, ob wir noch Richtung Strand wollen, aber wäre dann irgendwie auch 15, 20 Minuten Fußweg gewesen und irgendwie waren die Aussichten auf den schönen Strand jetzt auch nicht so groß. Genau, dass wir das einfach gelassen haben, sind dann umgedreht. Wir waren nachher noch in der Innenstadt quasi bei einem größeren Spielplatz und sind dann wieder zurück zum Campingplatz. Da hat dann die kleine Maus noch ihren Schläfchen gemacht. Torben war mit dem Großen vor dem Campingplatz, also vor unserem Camper und hat ein bisschen gespielt und ich bin immer im Pool gehüpft. Der sollte ja eigentlich beheizt sein mit 27 Grad, fühlte sich nicht ganz so an, fand ich, aber ging, wenn man sich gut bewegt hat. Genau, Torben ist danach mir auch noch mal reingehüpft, der Große wollte irgendwie nicht so richtig. Genau, und dann folgte er irgendwie auch nicht mehr so viel, wir haben dann noch abends gekocht. Genau, und einfach ganz lange da in diesem großen Wohnzimmer verbracht, weil das irgendwie einfach ganz cool war und der Große so super beschäftigt war und da sich sämtliche Spiele ausgedacht hatte. Ja, genau. Und wie ihr seht, sind wir jetzt wieder auf dem Weg. Heute Morgen war so die allgemeine Abfahrtsroutine. Nochmal Abwasser abgelassen und so weiter. Und genau, jetzt sind wir wieder weitergefahren. Das Wetter ist eigentlich so lala. Also hier sind ein paar graue Wolken. Man sieht aber auch teilweise ein bisschen blauen Himmel. Sehr durchwachsen. Wir sind mal gespannt. Fahren jetzt quasi von Coromandel einmal so um die Kurve bis nach Auckland. Also südlich Auckland. Haben jetzt erstmal noch eine Mall angepeilt, wo wir dann auch nochmal zum Supermarkt wollen und wo wir wissen, dass es immer so einen kleinen Indoor-Spielbereich gibt, weil den Campingplatz, den wir für die nächste Nacht haben, ist eher sehr spartanisch. Genau, da gibt es nicht so allzu viel. Ist kein großer Top-10-Holiday-Park oder so. Genau, deswegen gucken wir, dass wir dann irgendwie anderweitig so ein bisschen die Zeit vertrieben kriegen und genau, bleiben dann bei dem Campingplatz aber auch nur eine Nacht. Morgen geht es dann wieder weiter. Genau, wir nehmen euch natürlich weiterhin mit, geben euch auch Einblicke so ein bisschen von der Route, sind gespannt, ob da irgendwie auch nochmal Großbaustelle und sowas kommt. Torben hat, glaube ich, schon irgendwie eine Baustelle gesehen. Genau, hoffen aber, dass wir soweit gut durchkommen. Bei Auckland gibt es ja auch ganz viele Straßensperrungen und so. Da müssen wir auch quasi morgen noch durch. Also es wird noch spannend. Genau, aber wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Bleibt dran, bis dann!
Moin. Wir haben jetzt Coromandel verlassen. Mal ein kurzes Update von uns. Wir sind jetzt im Emery Regional Park bei Auckland, Süd-Auckland. Flughafen noch vorbei und dann ist das hier quasi so ein Landstück am Wasser. Ein bisschen windig, wie man aussieht. Wir haben dort hinten unseren Camper und haben jetzt gerade festgestellt beim Rauffahren, dass es vorne proppe voll ist. Da machen wahrscheinlich viele Einheimische jetzt zum Wochenende. Heute ist Samstag. Ist heute Samstag? Ja, heute ist Samstag. Wahrscheinlich viele haben auch selber aufgehen. Und gleichzeitig gibt es hier verschiedene Wanderwege. Da kann man hier auch lang spazieren. Da sind ja Schafe. Okay? Thanks. Genau, jetzt spazieren wir hier ein bisschen rum. Tatsächlich hat uns Coromandel Town ja nicht so super gut gefallen, wie wir ja auch schon erzählt. Jetzt sind wir halt hier. Hier ist es nur geplant, dass wir eine Nacht bleiben, weil uns sonst einfach die Fahrt zu lang gewesen wäre. Wir waren jetzt auf dem Weg hierher noch kurz bei der Westfield Mall, haben dann noch eingekauft beim Countdown und der große konnte noch ein bisschen auf dem Spielplatz dort in der Mall spielen. Und genau. Jetzt gehen wir hier vielleicht einfach mal ein bisschen durch die Gegend, fahren was es hier so gibt. Jetzt irgendwas vor kurz vor 16 Uhr. Oh, guck mal, da lässt sich sogar ein Schaf streicheln. Ah, und wir gehen uns das jetzt mal angucken. Bis gleich.